Oh, alter Schwede. Zu vorwärts dagegen oder rückwärts? LOL! Nein! Nein! Da haben wir dich jetzt so lange rum, ja? Morgen. Oh Gott. Oh! Oh! Nein! Willst du es wissen oder selber rausfinden? Okay. Dann wirst du gleich respawnen müssen. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Mui bekackten Episode Let's Play GTA 5 Online. Schön, dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Denn zusammen mit dem Little Man machen wir eine PS4 XR21 Wallride Map vom Paprika Losor. Ja, das steht da wirklich, ist nicht gelogen. Losor schreibt man mit einem U am Anfang, ja, also hinter dem L. Aber egal, schön, dass ihr da seid. Hallo, Frau, was geht? Hallo, Mäh und so. Let's go! Ja. Okay. Du hattest Kontakt an, oder? Ja. Ah, so ein Ding ist das. Wuhu! Mäh! Hey! Ja, da kann ich. Lol. Da kann ich auch nichts zu, wenn du da. Nichts machen diese, ja? Du bist da rechts reingefahren, ich war das nicht! Ich habe mich verletzt, ja, ich hatte einen scheiß Spawn. Das wird's sein, ja. Ja. Genau das wird's sein. Hast du doch gesehen. Bäh. Was ist das? Wie ich gerade Ping-Pong spiele hier. Was ist das? Ja. Okay. Dann hier. Ah. Okay. Oh nein! Zwei Schmutzige. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Ich hab doch keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, erstmal derbe verkackt, wa? Ah, das Doppelbauen ist auch nicht perfekt, aber erheblich besser als bei der Sonntagsepisode. Das wollte ich schon sagen. Donnerstagsepisode. Heute ist Sonntag. Hä? Dann hier ich verkacke gerade die ganze Zeit die Schmutzigen, Alter. Dann hier so auffahren? Oder wie? Ich hab doch keine Ahnung. Hey. Oh! Ja, ich hab den Punkt. Hallo! Wo bleiben Sie? Ja, ich verkacke immer dumm, weil ich die Schmutzigen so blöd nehme. Ah, da oben. Das sieht aber vernünftig doppelt gebaut aus. Ja, wohl doch nicht ganz. Hey! Aber wir hatten hier jetzt schon erheblich mehr Traktion. Also. Schon besser. Soll ich weiterfahren? Willst du auf mich warten oder was? Ich gebe dir auf jeden Fall den Tipp, wenn du dann an den nächsten Schmutzigen aufgefahren bist, am Ende nach oben abspringen. Sonst kommst du nicht auf die Plattform. Ich fand das ein bisschen verwirrend, weil man es sehr, sehr schlecht sieht. Ja, und jetzt nach oben abspringen. Ja. Ah. Na, Mindgames, ne? Warst du gerade am Überlegen, ne? Vertraue ich dir? Oh! Oh! Ja. Oh, Alter. Ich hab gerade irgendwie was hardcore in Arsch geschoben, Alter. Was ist das denn? Okay. Mhm. Oh, alter Schwede. Vorwärts dagegen oder rückwärts? Ja! Ich hab drin eine Koralle gezogen, bin gegen den Bumper gegen, hab mich nicht gebannt. das hat ja muy gut ja, funktioniert. Mich auch nicht. Nice. Ja, dann fahr ich da jetzt vorwärts gegen. Ja, vorwärts gegen geht. Und dann einfach selber wieder drehen, easy peasy. Ja, rückwärts hat. Wo muss ich denn dann hin? Hier zurück? Ich hab doch keine Ahnung.
Ja, hier geht noch ein Wallride lang. Das würde einiges erklären, die VO. Oh! Ich hab verkackt. Ernsthaft? Ja. Wegen mir? Nee, eher so wegen meiner Angewohnheit, immer rechts zu fahren. In dem Fall dann oben. Dadurch konnte ich jetzt nicht wirklich was mitnehmen. Weil du brauchst Geschwindigkeit dort dann. Hallo, Frau! Hallo. Oh nein, jetzt hat's nicht geklappt. Fuck! Ja, ich warte jetzt mal, bis du da lang kommst ja, wieder. Ich bin einfach runtergedroppt, like a Kartoffel. Man. Okay. Okay. Aber warum hat denn das rückwärts nicht funktioniert? Hey, als ob! Okay. Kommt nicht. Nee, ich hab's nicht. Hä? Oh, ich hab verkackt. Ich warte. Ach so, okay. Nee. Hey, wir haben schon Punkt 15 von 27, What the ne? Fuck? Was machst du denn da? Ich war so scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich kann kein GTA mehr. Ist die doch erste Map hat mich so ausgenudelt. So, so. Ja, Karre. Cool, dass du dich überdrehst. Okay. Wohin? Nein! Nein! Wieder nach oben. Ey! Ey! Gott, was bist du? Ich hab verkackt. Wo bist du? Fahr gerade raus. Ja, dann mach mal. Hast Platz. Warum sind wir ja heute so lieb zueinander? Was ist da los? Weiß ich nicht. Einfach alle voll überarbeitet. Ja, ich hab wollen einfach nur Schläffeierabend machen. Oh, ich hab den Punkt. Ah, ich bin zu niedrig abgesprungen. Hä? Ach so, Lul. Das ist ein Sprung. Okay. Fahr doch. Ja! Ja, das überdrehe ich ruhig. Ey, ist kein Problem, Mann. Wirklich, also. Kann man ruhig mal so machen, ne? Ist dann halt scheiße. Ist so. Ist so. Oh Gott. So blöd. Ich fahre mir einen Scheiß zusammen. Es ist unglaublich. Ja, willkommen in meiner Welt. Das gibt's nicht, wirklich. Oh, ich hab den Punkt. Alter Schwede. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach, ne? Es ist... Hä, was? Viel Quäne am Ende ist jetzt die Frage, warum hat er da einen Speed verbaut? Also, ich hab den Speed... Ja, nächsten Punkt, First Man. Ich hab den Speed nicht gebraucht, aber wohin? Ich muss einfach runter auf die Straße. Ach so, lol, ja. Augen auf, Ares! Man sieht den Punkt sogar, weißt du? Oh Gott. Ich bin gerade so brain AFK, weil ich sie erklärt habe, hab ich verkackt. Hallo. Hallo. Man. Hä? Was denn? Nix. Was ist passiert? Nix. Ich sehe es im Schnitt eh. Ist mir egal. Okay. Oh nein!
Alter Schwede. Ey, ich weiß, was kommt, ne? Und ich fahr mir so einen Scheiß zusammen. Ich möchte nicht mehr, wirklich. Nein! Das war ganz schön knapp. Alter. Verkackt. Warum das denn? Ja. Gehen wir nicht drüber. Peinlich. Okay. Again. Nein. Viel zu früh, Aris. Ah, ich hab vergessen, dass ich Speed brauch. Beim Rausfahren. Perfekt. Sag mal. Ah, sehr schön. Das ist mein Humor, ey. Sah doch sehr gut aus, ja. Doch, muss ich lassen. Sah very beautiful aus. Oh, 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 oh. Alter. Ey, komm schon. Ich bin zu... Lass gerade. Oh nein! Nein! Oh, ey. Irgendwas ist aber auch mit dieser Tube komisch irgendwie. Ja, wie er die so gebaut hat, weißt du? Von den Strukturen. Ich bin es irgendwie gewohnt, anders abzuspringen. Weil normalerweise mache ich diese Sprünge von diesem kleinen Ring in den großen Ring immer First Try. Also wirklich immer. So wie Deko jetzt sagen würde, immer. 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 Ey. Ich verkacke die. Ich verkacke die ganze Zeit. So ging's mir auch. Und ich finde die Auffahrt random, also so vom Speed. Echt? Sich daran ja, der hat nur einen Speed gesetzt. Und dann ist vorbei. Bei mir hat's immer funktioniert. Echt? Ja. Ja, schon eine Boxershorts, ne? Hä? Hä? Oh Gottes Willen. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Dann sieht man ja eigentlich, was da unten kommt. Oh. Ey. Ja. Na siehst du? Butterschmuff. So, jetzt dahin. Am Ende fahre ich irgendwie falsch, weil ich es wieder nicht raff oder so. Also typisch ich. Oh, okay. Alter. Ja, ist okay. Was denn los, Frau? Ist okay. Nee, der mit seinen Jumps nach oben, ne? Yep. Ab den Punkt endlich mal, weil schwer, Aris, ne? Ich hab eiskalt von vorm Punkt verkackt. Oh! War easy. Und da hampel ich jetzt so lange rum, ja? Guten Morgen. Oh Gott, oh. Was will. Oh! Nein! First man! Ja, ist okay. Oh, voll gut. Aber das ist jetzt fies hier. Mhm. Alter Schwede. War easy first try. First man. First man. Du wirst auch denken, ja. In die Episode ist nichts.
Ja, was ist mit den Texturen hier verkehrt? Texturen laden da bei mir gar nicht richtig, warum auch immer. Lol, Roflix D. Oder sind die da so scheiße? Ah, okay, ich steh vom Ziel. Nein, ich hab mich am Bild. Nein. Ja, da, ja, fahr rein. Das ist nicht schlimm, wir hängen noch eine Map dran, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, bist du im Ziel? Nee, grad noch nicht. Ja, fahr rein. Ja, ja, ich muss aber erstmal zum Ziel hin. Oh. GTA hat sich aufgehangen. Aha, okay, ich habe mich schon gewundert. Ja, gut. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Texturen nicht laden. Jetzt weiß ich warum. Ja, Freunde, das aber zurück zum zweiten und letzten Rennen des heutigen Tages. Die Porsche X31 von Freeline. So ein Ding ist das. Ja, wir erinnern uns noch mal an die Porsche X vom Donnerstag. Ja, jetzt machen wir das mal in sexy, okay? Hallo. Hallo. Und es wäre auch geil, wenn dann GTA nicht abschmiert. Vor allem habe ich mich eben ja wirklich noch gefragt. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ja. Ah, ich erinnere mich. Ja, nach wie vor gilt, die Project X-Reihe, die habe ich ja durchgezockt. Die Frau noch nicht und deswegen machen wir die. Ganz einfaches Tennis. Scheiße, ich glaube, wir kommen uns entgegen. Weiß ich gerade gar nicht. Oh nein, Downflip. Hab ich. Hui! First Man. Und weiter im Text. Bist du noch da, Frau? Ja, ich bin noch da. Das ist so leise. Ich dachte schon gerade, okay. Mhm. Jetzt, wo GTA wieder läuft, kackt Internet ab oder was ist denn los? Nee. Hat konzentriert. Ah, so. Und wie ist das? Yep. Okay, yep. Ist das? Move. Die Ausfahrt. Hallo? Ausfahrt? Wo bist du? Ah, Ausfahrt. Alter, sag doch was! Hi! Alter! Was wär's jetzt gewesen? Ah! Aber nach wie vor alles im First Try Man-Modus. Nein! Nicht alles. Koralle habe ich einen Ticken zu früh gemacht und folglich verkackt. Geil! Ne? Aber da, liebe Kinder, seht ihr mal, wie eine PX gebaut wird. Bist du sicher, dass du die noch nie gezockt hast? Nee. Ich könnte drauf schwören, dass du die schon mal hattest. War das nicht? Mm-mm. Die war bei mir noch nicht ausgespielt. Okay. Na dann. Jo. Alter. Next. Ist das eine schöne Map. Also zum selber zocken, Freunde. Oh, fuck. Und in der Videobeschreibung ist die natürlich verlinkt, so wie sich das gehört. Ne? Könnt ihr gerne abchecken. Und nein, ich hab kurz einen Punkt verkackt. Nein. Ja, weil ich diesen Abflip nicht geschafft habe. Das ist bitter. Och man! Dieser Turnaround ist so sexy. Bin gespannt, was du sagst, wenn du den hast. Hast du, glaube ich, in der Form so noch gar nicht gehabt. Ein Grund mehr, warum ich auf deine Reaktion gespannt bin. Ja, krass, wie man hier einfach durchheaten kann. Ja, vor allen Dingen mache ich dann irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Ja, meine Güte, das passiert. Das nervt mich. Warum wird das mehr Bocke? Wo muss ich hin? Ja, okay.
her. Oh Gott, das ist Jo, Finn. Hey, was musst du schon machen? Passen Sie auf, passen Sie auf! Vor den Menschen! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. I don't know. Ja, sieht richtig aus. Das war der Turnover, von dem ich gesprochen hatte. Ach so, du. Ja, einmal ein Tube-Sprung und dann einfach nach unten und dann geradeaus durch. Ich hab erst geradeaus durch und dann... Ich glaube, das ist da komplett scheißegal. Es ist halt ein Turnaround, ne? Willst du es wissen oder selber rausfinden? Selber rausfinden. Okay. Dann wirst du gleich respawnen müssen. Schäfchen so. Nein. Habe ich ja gesagt. Ja, genau. Der nur weil ich mich Pro-like irgendwie gerettet habe. Ja, dein Reaktionsvermögen ist da. Das wird dir, glaube ich, keiner abstreiten hier. Oh mein Gott, das war ein bisschen knapp. Bisschen sehr knapp, Alter. Eine Ernte. Das kann jetzt nicht dein scheiß fucking Ernst sein. Wo hab ich da bitte Kanten gefressen? Hallo? Du bist viel zu flach rüber. Das sind die Kanten vom Element selbst. Da kann auch wieder nichts dafür. Da kannst du noch so Schmuf bauen. Rockstar hat ganz gerne mal Kanten in seinen Elementen. Würde mich mal interessieren, ob das in GTA 6 dann irgendwann anders aussehen wird. Könnte ich mir vorstellen, weil die haben mit dem einen Update ja auch relativ runde Sachen rausgehauen. Fragt mich nicht mit welchem Update, das ist auch schon arschlange her. Und die kannst du, glaube ich, auch nur mit dem Tool bauen. Kannst du nicht regulär bauen. Aber es wäre natürlich cool, wenn sie sowas dann in GTA 6 für jedermann verbauen. Ja, easy. Da hast du es doch auch. Oh mein Gott. Ja, gut, haben wir. Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen wir ein Träumchen, ganz wichtig. Wie die Beschreibung abchecken, da findet ihr meinen Partner zu Gaming Triebwerk und den Merch verlinkt. Genauso wie die Maps zum selber zocken, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir. Noch wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.